Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Uncharted 3 mit unserem Freund Nathan Drake immer noch. Wir gucken uns mal, wie gesagt, eigentlich in dieser vermeintlichen Geisterstadt um, die aber irgendwie scheinbar doch keine ist, weil ihr seht hier gerade, hier liegen ja Gegner noch rum. Die haben wir ja tatsächlich in der letzten Folge gut geplättet, Jungs. Gott sei Dank, würde ich sagen. Okay, das war ein Versuch wert, aber der Versuch ist mal so ziemlich fehlgeschlagen. Jetzt muss ich also. Geht das hier weiter oder was? Ja. Nate, bist du. Ah, komm, dräng dich durch. Eieieiei. Was ist denn hier los? So dick bist du doch nicht, Kollege. Gott sei Dank. Gut. Man merkt immer, dass Nate bis auf dem richtigen Dampfer auf dem richtigen Weg jetzt wieder anfängt, irgendwas zu sagen. Okay. So jetzt. Alter! Oh Gott, es geht da schon wieder los. Der Jeep, den man da Oh, Kollege. Oh, jetzt kommt doch einer. Ich habe eine Idee. Dazu muss ich Zeit haben. Warte, ich krieg was hin. Warte, machen wir mal so. Hier, nimm mal zurück. So, das war eigentlich der Plan an der Sache. Ach du Pisser mit deiner scheiß Schrotflinte. So, gute Nacht, Kollege. So. Hör mal. Da warte mal. So, gute Nacht. So, jetzt müssen wir tatsächlich gucken, dass wir hier den einen Typ mit der mit dem Granatwerfer mal durch die Gegend holen. Warte, wir laden kurz mal nach. Neues Magazin drauf. Wir sollten da mal weg. Hier, nimm mal die Granate. Ich habe noch eine für euch. Hier, nimm die. So. So. Hier komme ich schon. Ah, warte mal. Ja, mit. Wenn hier oben ist, muss ja noch so ein. Muss ja noch Raketen, Heinz. Schießen wir das Tor auf. Oder das Tor oder was? Warte mal. Okay. Ja,
Zerstören Sie das Tor mit einer RPG. Hör mal. Was ist der denn? Meine Raketen, Heinz, wo stehst du denn da oben? Da oben stehst du! So. Jetzt haben wir mal Ruhe. Ah, RPG, klar. So, bewusst war das auch auf den Jeep genommen, weil. No? Genau das, was ich brauche. Ja, genau das, was ich brauche. Das ist eine die M9. Warte mal, ich muss mal kurz die Munition mitnehmen. Die nehmen wir auch mit. 18 Schuss mehr. So, hier Raketen-Heinz braucht seine Waffe eh nicht mehr. Jawohl, das sind sie noch da. Ja. Uiuiui, ui, ui, was für eine. Aber es macht Laune. Hör mal. Ei, 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 ja. Hör mal. Oh, nö. Wieder Gegner. Oh, das sind keine Feinde, das sind Verbündete. Oder? Verstehst du? Was? Was? Ich verstehe dich. Nein, 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 nein. Nicht schießen. Nicht schießen, bitte. Atahala, Ato! Shilo! Jalla, Talo! So, schnell raus hier. Scharfschütze! Scharfschütze voraus! Oh nein! Shit, den hat's schön erwischt, der Typ. Nein, unser vermeintlicher Retter, ah, super. Ja, die Frage ist, wie kommen wir hier raus, ohne Probleme. Ab. Den Typ mit der, oder was? So, euer Jeep ist zumindest mal weg. Komm, komm, komm. Ich hab's. Wir müssen durch die Tore. Weg da. So, für die Geisterstadt war da mal ganz schön Leben drin, aber wir haben es geschafft. Wir sind zumindest mal safe da raus. Puh. Du bist fremd hier, Amerikaner. Shukran. Ihr gehört hier nicht her. Ihr alle. Ich lebe noch. Wieso habt ihr mich nicht umgebracht? Das wäre unhöflich. Du warst in Not. Auch ein Feind braucht Nahrung und Schutz. Bist du mein Feind, Amerikaner? Drake. Mein Name ist Drake. Salim, ich bin hier der Sheriff. Ich will nicht aufdringlich sein, Salim, aber ich brauche ein Pferd. Ich kann dir allerdings nichts dafür geben. Willst du die Karawane allein angreifen? Du weißt davon? Meine Kundschafter folgen ihnen seit 2 Tagen. Oh. Was macht ihr hier? Was wollen die Engländer in der Rubalkali? Sie suchen die verlorene Stadt Ubar.
Ihr rammt die Säulenstadt. Mein Freund ist ihre Geisel. Nur er kennt den Weg dorthin. Wenn sie Iram finden, ist er wertlos für sie. Sie töten ihn. Wenn sie Iram finden, sind wir alle tot. Vor 3000 Jahren war König Salomon der Herr über die Djinn. Dämonen aus rauchlosem Feuer, bis sie sich wehrten. Er sperrte sie ein in ein Messinggefäß und warf es in die Tiefen der Stadt. Iram wurde zum Ort des Bösen, verflucht von den gequälten Seelen der Djinn. Sie dürfen die Stadt nicht erreichen, wenn sie die Macht der Djinn entfesseln. Wir haben also nicht viel Zeit, oder? Nein. Aber es sind zu viele, wir können sie nicht gleich angreifen. Heute ruhen wir. Morgen erreichen sie die Schlucht. Dann greifen wir an. Gleich morgen früh. Und damit sind wir in Kapitel 20. Karawane. Schon Kapitel 20? Waren wir nicht eben gerade 17 oder so? Oder 16? Krass, wie schnell das auf einmal geht. Dann hat er einiges übersprungen. Aber gut, wir sind Kapitel 21 mittlerweile. Kapitel 20. Wir müssen sehen, wie es kommt. Okay. Salim, ist es noch weit? Wir sind gleich da. Der Konvoi ist weiter vorn. Aber gut, dass wir auch hier Unterstützung gefunden haben. Das hilft uns wirklich ungemein. Vorsicht, Vorsicht! Da sind sie! Der Konvoi ist da unten! Beeilen wir uns! Los, holen wir Sully raus! Sie sind zu weit weg, außer Reichweite! Oder versuchen wir es zumindest. Ja gut, der kennt sich ja hier wahrscheinlich so gut aus. Komm schon, wir sind fast da. Okay. Schnell, das ist unsere Chance. Los geht's. Dreck, auf die Laster, schalt die Kerle aus. Ich übernehme die Dreck. Zwei weniger. Der ist auch weg. Der auch. Eieiei, mein Ziel. Können wir mal das anders, dann sind... So. Ich habe kaum noch Energie, ich muss mich gerade ein bisschen verstecken. Ei! Ich wollte eigentlich auf Transport auf den LKW springen. So. So, der erste ist down. Und der zweite auch. Oh, tappt wieder, sind wieder auf dem Pferd. So, das gleiche Spielchen nochmal, oder was?
wir! Los, wir haben etwas! Schnell, durch die Schlucht! Wir müssen zu den vorderen Fahrzeugen! Gut. Dann haben wir schon mal gerade keine Gegner mehr, wenn er die Waffe schon wieder wegsteckt. Aua! Du kleiner... Okay, funktioniert. Ja, mehr oder weniger. Na los, gib mir deine Hand! Und hepp! Was haben die denn noch an Leuten da unten? Ja, ja, schon dran. Alter. So, auf den LKW hier. Oh nein, das war aber übrigens nicht geplant. Der ist kaputt. Jetzt meiner Meinung nach. So. Kaputt. Kannst du mal. Hör mal. So. Kannst du eigentlich auch mal nicht sterben? Ich mag you, ich hab mich verschrocken. Ich hab mich wieder verdrückt, oder? Scheiße. Ich will die Munition hier mitnehmen. Das ist mein Pferd. Da. Nee. Hä? Da ist mein Pferd. Dann go. So, der ist auch kaputt. So. Sullivan! Sully, bist du da drin? Sully! Guten Tag! Ah, das ist aber nett, dass er den nur mitnimmt. Du lebst! Ja, aber hallo! Aber anders. Kriegst du da auch? Ja! Yeah. Halt durch, ich hab dich! Hab dich! Ich kann nicht mehr! Komm, komm, komm! Nimm meine Hand, ich hab dich! Oh Gott sei Dank gerettet! Ja, wir haben jetzt wieder. Ah, wir haben schon wieder so einen dicken wie im Flugzeug. Ne, den kennen wir ja, so ein Dickeschen. Komm her, mein Dickerchen! Du möchtest mich treten? Geht aber direkt dann auf die Glocke, Kollege. Oh oh. Oh, Tepp. Hab ihn. Yeah. Den haben wir erstmal gestoppt. Gute Nacht. Wir sind wieder vereint. Okay? Ja, alles klar, aber... Aber was? Ja, damit würde ich sagen, verabschieden wir uns schon wieder hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Uncharted 3. Und ja, Step by Step geht es langsam dem Ende dieses Let's Plays zu. Ist es bis jetzt auf jeden Fall eine gute Story.
Wir haben zumindest mit diesem Happy End Sully gerettet. Und damit würde ich sagen, das ist auch würdiger Folgenabschluss. Wir sehen uns auf jeden Fall dann in der nächsten Folge wieder bei Uncharted 3. Bis dann und tschüss.